Sonst keine japanischen Stops. Das war jetzt der Concorde-Platz nochmal und jetzt fahren wir einmal auf die Champs-Élysées. Jetzt schon? Ja. Das ist ein Deutscher. Ja. So, da ist sie. Das sind halt die Norddeutschen. Das ist schön. Ich war nicht gut auf. Das weiß ich nicht so genau. Wenn er viel nicht hat. Ja, ja. Jetzt am Rhein zum Élysée-Palast. Und hier auf der linken Seite, da ist die Metrostation Champs-Élysées. So, wenn Sie da in unsere Metrostation einsteigen, dann kommen Sie genau hier links raus, wo die Rolltreppe ist. Dann müssen Sie nur merken, Champs-Élysées. Ja, hier sind wir wieder am runden Punkt der Champs-Élysées. Und hier auf der rechten Seite, leider sind die nicht an. Diese Gebilde, was Sie sehen, ja, das sind so Spinnenbollen, die sind beleuchtet und dann ist quasi das unten dann das Wasser rausströmt und man denkt, dass sie quasi abnehmen. Aber ich weiß nicht, warum sie nicht an sind. So, wenn Sie mal auf der rechten Seite schauen, der hat zum Beispiel hier das Mickey Mouse hat ja ein Geschäft hier in diesem Leben. Ne? Ich meine, wollte dort hin, hier auf der rechten Seite. Wenn Sie auf der Champs-Élysées sind, dann empfehle ich mal in die Hinterhöfe zu gehen. Da gibt es ganz kleine, feine Boutiquen, wo man auch erschwingliche, schöne Sachen findet.
Links haben Sie die Schaufenster wieder voll Gitter. Wo wir vorhin die nette Dame gesehen haben mit den Pumpen. Sie erinnern sich? Ja. Oh. Eine kleine Ehrenrunde. Ja, jetzt nochmal der Blick gegengesetzt zur Champs-Élysées. Ja, und hiermit schließe ich jetzt unsere Lichterrundfahrt und ich hoffe, Sie haben viel Spaß gehabt. Ja.